was? Ein Multi, ein O-Saft und was? Zwei Milchkaffee. Ach so. Mach ich dir gleich, okay? Danke. Und wie ist der Artikel? Irgendwie hätte ich mehr erwartet. Ja, ich auch. Es kommt überhaupt nicht raus, wie asozial einige dieser Typen sind. Was habt ihr denn da? Hi. Ist das der Artikel über Schwulenfeindlichkeit in der Boxszene, den Carla in Auftrag gegeben hat? Yep. Ja und? Ja. Nicht wirklich geglückt. Unglaublich. Der Überfall auf Olli kommt viel zu kurz. Darf ich mal sehen? Hier. Schrecken. Das geht ja gar nicht. Christians Lebensgefährte Olli S. ist auf dem Weg der Besserung. Den Schrecken würde er doch so bald nicht vergessen. Das klingt so, als hätten die mir nur einen blöden Streich gespielt. Ja, natürlich, es müsste viel eher sowas sein wie die traumatische Erfahrung, nur aufgrund seiner sexuellen Orientierung Opfer einer derart brutalen Gewalttat geworden zu sein, wird Olli S. wohl sein Leben lang begleiten. Genau. Darf ich das mal sehen? Ich würde es gerne mal in Ruhe lesen. Ja, warte. Du bist echt ein Held. Erst sorgst du dafür, dass der Artikel veröffentlicht werden soll, und jetzt schreibst du das Ding ja noch selbst. Alter, Wirtschaftswissenschaften, Mann. Das ist nichts für dich, glaub mir. Ich bin oben. Bis gleich. Wir brauchen dringend neue Kaffeebohnen, sonst sitzen wir heute... Ja, ich kümmere mich drum. Was denn? Bist du ja. Hey. Ich dachte, du willst dich gar nicht von mir verabschieden, nachdem du dich heute Morgen heimlich aus dem Bett geschlichen hast. Ja, ich hatte was Wichtiges zu tun. Tut mir echt leid. Schon okay. Hm? Ich muss jetzt los, wenn ich noch meinen Flieger kriegen will. Mhm. Ich melde mich, wenn ich wieder in Düsseldorf bin. Mach das mal, ja. Ciao. 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 Ja, dann Besuch im Beach Club, der hat sich ja anscheinend gelohnt. Hä? Ach, Rebecca soll davon nichts erfahren? Das weiß sie bereits. Was? Und wie hat sie reagiert? Du, völlig locker, weil sie ist ganz entspannt und wir haben eine völlig unverbindliche Affäre, weißt du doch. Okay, das muss aber noch lange nicht heißen. Hey, Sekunde mal, jetzt fang nicht an, mir irgendeinen Rotz einzureden, okay? Ich werde nicht zu ihr hingehen und mich vor ihr blamieren, nur weil sie denkt, ich würde ihr Eifersucht unterstellen oder sowas. Ja, das läuft nicht. Gregor, mach, was du willst. Aber ich sag dir eins, keine Frau ist gerne eine von vielen, ob sie verknallt ist oder nicht. Oh, das musst du ja wissen, Brüderlein. Denk an die Bohnen. Du musst dich ja nicht sofort entscheiden. Aber vielleicht fällt dir ja noch was Besseres an, bevor du zu diesem Vorgespräch nach Amiland musst. Also ich glaube kaum, dass ich plötzlich eine Vision kriege. Ulrike, ich werde Fischwirt. Super, dann weiß ich wenigstens schon, was ich dir zu Weihnachten schenke. So einen grünen Gummianzug mit Stiefeln gleich dran. ich habe eben übrigens deine Anmerkungen an den Zeitungsredakteur weitergegeben. Und? Ja, erstmal war er ein bisschen zickig von wegen gekränkte Berufsehre, aber dann hat er es eingesehen und versprochen, sie einzubauen. Hey, das ist ja genial. Ja, am Ende hat er sogar gefragt, ob wir seinen Entwurf bei der Konkurrenz vorgelegt hätten, weil du den so professionell redigiert hast. Wahrscheinlich, ja. Das kann doch jeder. Von wegen, dann hätte der Typ dich wohl kaum für einen Journalisten gehalten. Genau. Ich sag nur Heureka. Heureka. Du meinst, ich soll Publizistik studieren, nur weil ich einmal ein paar Anmerkungen an einen Artikel gekritzelt habe? Im Ernst, ich glaube, das würde dir liegen. Das ist doch ein toller Beruf. Du deckst da auch rein auf und kannst doch was verändern mit deinem Job. Nein, das ist nichts für mich. Klar, wer will schon Pulitzerpreise? Nee, werd du mal Fischwirt, das wenigstens was Ehrliches. So, Kinder, Ende der Berufsberatung. Ich muss los. Adieu und tschö. Ich hätte gar nicht damit anfangen sollen. Johannes wollte, dass ich irgendwann in der Holding arbeite, also mache ich das auch. Dann werd doch todunglücklich. Vergiss, dass es Jobs gibt, die dir Spaß machen könnten. Du hast ja noch so viele Leben, dann wirf das hier einfach weg. Guck mal, ich glaube, da hinten wird dein Typ verlangt. Oh, der Rosenkavalier von gestern. Hi. Du auch hier? Heute ist mein Glückstag. Ich arbeite heute gar nicht. Ja, umso besser. Dann können wir zusammen Kaffee trinken. Ja, wenn das mal nicht der Beginn einer wunderbaren Freundschaft wird. Nein, ich habe noch eine Menge zu tun. Schade. Vielleicht ein anderes Mal. Oder das Ende einer kurzen Bekanntschaft. Aber wir können uns später treffen. Geht doch. So, kann ich auf keinen Fall warten. Morgen früh. Zum Frühstück. Da habe ich ein Seminar. Heute Abend? Sagen wir 8 Uhr. Und sollte es wieder erwarten, doch ein bisschen länger dauern. Fühl dich wie zu Hause. Hm.
machst du mir bitte ein Espresso? Du siehst aus, als könntest du einen Tranquilizer gebrauchen. Alles okay mit dir? Oh, ja klar. Es ist nur... Sag mal, hast du eine Ahnung, wo Gregor steckt? Ich war für Ewigkeit mit ihm verabredet und naja, ich mache mir langsam Sorgen. Er sieht nicht so aus, als sei ihm was passiert. Gott sei Dank. Es ist schade, dass Christian nicht dabei war. Der hat sich weggeschmissen. Auf jeden Fall. Hey, Rebecca. Gregor. Das muss ich erzählen. War in diesem Kinofilm, ne? Was? Ihr wart im Kino? Ja, in dieser neuen Komödie. Wie hieß die nochmal gleich? Ein... Wir waren verabredet, ne? Scheiße, das habe ich ganz vergessen. Olli hatte zwei Kinokarten und weil Christian auf Seminarfahrt ist... Ja, hab ich Gregor gefragt, ob er nicht vielleicht Lust hat. Ja. Und dann habe ich einfach nicht mehr dran gedacht. Tut mir echt leid. Bist du noch sehr sauer? Sauer? Nö, so denn? Ja, ich wär's schon, wenn man mich hängen lässt. Also... So lange habe ich jetzt auch nicht gewartet. Trotzdem, ich mach's wieder gut. Du leist mir doch sicher die DVD, von der du vorhin gesprochen hast, oder? Du willst dir jetzt nach dem Kino echt noch einen Film reinziehen? Du hast doch gehört, ich habe was wieder gut zu machen. Guckst du mit? Das geht nicht. Ich habe schon was anderes vor. Das stimmt schon so. Und dein Espresso? Oh, das passt schon so. Also, tschüss. Ja, warte mal. Ja? Mein Haustürschlüssel, den bräuchte ich noch zurück. Sonst komme ich ja nicht rein. Oh, ja, klar. Danke, später. Hast du nicht Bock, die DVD nochmal zu gucken? Der klingt doch super. Kein Bock, den nochmal zu sehen? Lass mal. Ach du Scheiße. Na? Wie es aussieht? Jetzt sieht doch ein bisschen länger gewartet. Ja. Schnallst du auch schon, was das heißt? Hat? Wieso? Nein, die Frau ist total unkompliziert. Die hat keinen Stress gemacht. Das gefällt mir. Ja. Und du bist sicher, dass Rebecca das genauso locker sieht wie du? Ach komm, jetzt fang doch nicht auch noch damit an. Rebecca wollte von Anfang an, dass er diese gewisse Unverbindlichkeit besitzt. Weißt du, wenn wir uns sehen, sehen wir uns. Und wenn wir uns nicht sehen, dann sehen wir uns nicht. Also ich persönlich kenne ja nur zwei Gründe, aus denen Frauen mit Männern schlafen. Ja. Entweder aus Berechnung oder aus Liebe. Oh, ja. Und meine jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet sagt mir, dass es auch Frauen geben soll, die einfach nur Spaß am Sex haben. Ja? Und das wäre dann Grund Nummer drei, der weibliche Orgasmus. Oh, da habe ich noch nie von gehört. Ja, macht euch mal keine Sorgen. Ja? Rebecca und ich, wir wollen genau das Gleiche. Danke. Ja, das vertrage ich zurzeit nicht so gut. Hast du immer noch Kopfschmerzen? Mhm. Hallo, ihr beiden. Ah. Hey. Angelo, ein Weißwein, aber einen guten. Aha. Seit wann trinkt Madame den Weißwein? Seitdem ich die Weinkönigin vom Hexenberger Badentrapfle bin. Die was? Ich habe morgen ein Fotoshooting für so einen Spätburgunder. Riesling. Hexenberger Badentröpfle ist einer der bekanntesten deutschen Weine. Ich kenne sogar den Winzer. Mhm. Habt ihr den auf der Karte? Natürlich. Cool. Dann will ich den. Badentröpfle schenken wir nur flaschenweise aus. Als offener Wein wäre viel zu schade. Dann nehme ich eben eine Flasche. Weißt du, wie teuer die ist? Hallo. Ich bin auf dem besten Weg, ein Topmodel zu werden, ja? Dieser Winzer Heini will eine ganz große Werbekampagne starten. Stellt euch das mal vor. Ich hier in der ganzen Stadt auf riesigen Plakaten. Mit Designerkleidern in verführerischen Posen mit einem Glas Wein. So leicht ist es, Topmodel zu werden. Ja. Die Mappen werden echt staunen, wenn sie mich auf den Covern der besten Magazine sehen. Ich habe Fotoshootings in der Karibik. Vielleicht die Seychellen. Jeder Wunsch wird ja von den Lippen abgelesen. Filmstars umlagern dich. Ja. Aber keine Sorge. Mein Lieblingscousin werde ich natürlich nicht vergessen. Oh. Du kannst mich jederzeit besuchen kommen. Klar, Olivia, wir sehen uns auf der nächsten Cocktailparty in der Karibik. Ja. Hey, habt ihr nicht Lust, morgen vorbeizukommen? Das dürft ihr euch eigentlich nicht entgehen lassen. Es wird legendär. Der Beginn einer ganz großen Karriere. Hey. Na, schon aufgeregt? Das stimmt nicht. Das schaffe ich doch mit links. Hier, der Kaffee. Oh Mann, ist der heiß. Wir müssen dann jetzt. Das soll ich anziehen?
diesen Provinzfummel? Ich glaube, ihr wollt mich verarschen. Also, ich find's ganz toll, dass ihr noch gekommen seid. Ja, aber wir wollen hier echt nicht den Betrieb aufhalten. Was? Wollt ihr was trinken? Nee, nein, danke. Nein, Kimchi! Nein. Olivia, so sei so nett und besorg meinen Gästen zwei Kaffee. Milch, Zucker? Olivia, es wird langsam wirklich Zeit. Ja, doch. Gleich. Oh. Olivia, du solltest dich jetzt wirklich auf dein Shooting konzentrieren. Ja. Ach, die sollen ja mal nicht so rumzicken. Schließlich bin ich das Star hier. Bevor hier kein neues Kleid herkommt, läuft hier sowieso nichts. Noch bist du kein Star. Das ist erst dein zweites Shooting. Vielleicht solltest du ein bisschen kooperativer sein. Falsch. Das ist schon mein zweites Shooting, klar? Und ich weiß ganz genau, worauf es ankommt. Nämlich, dass ich nicht aussehe wie eine Kuhmarkt. Sag mal, Charlie, könntest du nicht mal mit diesem Winzerheini sprechen wegen dem Kleid? Vielleicht kannst du ihn ja umstimmen. Ihr seid doch Bekannte. Nein, das kann ich nicht, Olivia. Wir sehen uns dann am Auto, Olli. Okay. Was hat sie denn? Ihr ist das Ganze wohl etwas peinlich. Olivia, um deiner Karriere willen, überspann den Bogen nicht. Mach dir mal keine Sorgen. Das Team verlangt so ein Verhalten von mir. Das ist am Set ganz normal. Auch ein? Lass mal. Also, ich habe ihn mir jedenfalls total verdient. Na, hat dein Shooting noch geklappt? Ja, wieso? Hast du das Kleid doch noch angezogen? Man sieht ja auf den Plakaten sowieso fast nur ausschließlich mein Gesicht. Dieser Winzerheini kann echt froh sein, dass ich das Aushängeschild von seiner neuen Kampagne werde. Auf unseren Star. Hallo, Chefin. Und, war der Kunde zufrieden? Er kann sich gar nicht mehr beruhigen. Sie haben mit ihren Star-Allüren dermaßen den Zeitablauf versaut, dass wir nichts Ordentliches in den Kasten bekommen haben. Hier, wir können das Shooting wiederholen. Und zwar auf Agenturkosten. Ja, okay, dann strenge ich mich morgen einfach mehr an. Versprochen. Ich würde eher vorschlagen, dass Sie ausschlafen. Wie meinen Sie das? Eine andere wird den Job machen. Sie sind draußen, aus finito. Und zwar für immer. Noch meinen Job gemacht. Prima Job. Sie waren inspiriert wie eine Gurke. Mit dem Gesichtsausdruck können Sie vielleicht für Essig wärmen, aber nicht für Wein. Das Shooting muss wiederholt werden, und zwar auf meine Kosten. Angelo, ich will zahlen. Wenn Sie es sich doch noch mal überlegen mit mir, ich verspreche Ihnen, ich werde Ihnen bestimmt keinen Ärger machen. Den Part der Weinkönigin wird Nastassja übernehmen. Diese hässliche Kuh? Kann es sein, dass Olivia gerade kündigt? Wenn, dann kündigt Tanja ihr. Und Olivia verliert auch noch ihren Job als Assistentin. Oh. Naja, Angelo war sicherlich gleich mehr. Und weißt du, was sie noch gesagt hat? Das war echt die Oberfrechheit. Ich sollte mich doch wieder auf meinen Job als Kittys Assistentin konzentrieren. Ja, aber wenigstens hat sie dich nicht rausgeschmissen. Olli, du kannst es mir 10.000 Mal schönreden. Für diesen blonden Totalausfall zu schuften, ist echt die Hölle. Das ist so ungerecht. Hab ich endlich mal die Chance, Topmodel zu sein und dann... Ja, und dann vergeigst du es. Warum hast du nicht gleich auf mich gehört? Entschuldigung. Warum hast du nicht gleich auf mich gehört? Ich hab dich gewarnt. Olli, wenn du in meiner Situation gewesen wärst, du hättest dieses schreckliche Teil bestimmt auch nicht angezogen. Doch, wenn es mein Job gewesen wäre, klar. Ja, du hast doch keinen Geschmack. Entschuldigung. Wie auch immer. Dass du irgendwas in den Sand setzt, bevor es überhaupt richtig angefangen hat, das war mal wieder typisch. Ach. Mann, Olivia. Ich leg bei Charlie ein gutes Wort für dich ein und dann fängst du wieder am Schneiders an. Das ist auch total lieb von dir, aber... Wenn ich jetzt an die Spülküche denke, dann wird mir total schlecht. Was will die denn schon wieder? Die Chefin? Wahrscheinlich will sie, dass ich für Kitty den Trottel spiele. Ich würde rangehen. Nimm mir einen vernünftigen Grund. Ach, verdammt, Olivia, du kannst nicht immer alles ausblenden, was dir nicht gefällt. Frau von Lahnstein? Wie lange dauert das denn? Ich komme heute nicht mehr ins Büro, Das verlangt auch kein Mensch von Ihnen.
Der Kunde hat sich noch mal gemeldet. Der Winzer. Wenn er einen Schadensersatz will, dann können Sie ihm sagen, dass ich es nicht habe. Ich habe nichts. Ich weiß nicht, was mit Ihnen los ist und es interessiert mich auch nicht. Sie bewegen jetzt Ihren Hintern zum Set. Es wurde umdisponiert. Das Shooting findet schon heute statt. Hallo, sind Sie noch da? Ja. Ja, dann fahren Sie los. Und zwar jetzt. Das ist Ihre letzte Chance. Okay, Frau von Lahnstein, ich bin auf dem Weg. Und ich werde Sie nicht enttäuschen. Tschüss. Herrgott! Krise. Sehe ich so aus? Jetzt, wo du sagst, nein. Du siehst nach Katastrophe aus und die hat auch einen Namen. Ah, und was willst du mir jetzt erzählen? Pass auf. Wir hatten den weltbesten Sex, ja? Und als ich entgehen wollte, hat Rebecca plötzlich rumgestresst. Woher weißt du das? Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Die Kleine ist in dich verknallt. Aber wieso behauptet sie immer das Gegenteil? Sag mal, muss jetzt ausgerechnet ich dir die Frauen erklären? Nein. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass Rebecca das offen zugibt, wenn du sie so direkt darauf anhaust. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich dabei Pirouetten drehen oder sowas? Wenn's hilft. Nastasia, du bist bezahlt, Mann. Ja, weiter so. Nastasia, ich kann mich gar nicht satt sehen. Was für ein Lächeln. Olivia, mach mal locker. Super. Weiter so, komm. Olivia, du bist großartig. Ganz bestimmt. Nein, keine kann das besser als du. Nicht mal Kate Moss. Was für eine Blitzkarriere. Von der Weinkönigin zur Weinrebe. Und wenn du wieder trocken bist, zur Rosine. Rosa. Hey, jeder fängt mal klein an. Aber nicht als Obst. So, Milch und Zucker. Hast du in den Becher gespuckt? Nein, aber hat gedauert, echt Zucker zu finden. Die anderen Models nehmen eben Süßstoff. Jetzt nimm, komm. Danke. Wie bitte? Danke. Geht doch. Olivia, Schätzchen, wollen Sie für den Rest Ihres Lebens als Weinrebe rumlaufen? Was soll ich denn sonst modeln? Böcher Müsli mit Schokonusstraube? Das glaube ich kaum. Bitte lassen Sie mir wenigstens den Job der Assistentin der Assistentin. Ich kann mir das nicht angucken. Das sollten Sie aber. Gute Arbeit. Olivia, Sie haben sich sehr professionell verhalten und das ist nicht nur meine Meinung. Der Winzer hat gesagt, Sie sehen so aus, wie sein Wein schmeckt. Und der ist mehrfach ausgezeichnet worden. How is your English? It's okay. Hatte ich jahrelang in der Schule, warum? Klingt doch nicht schlecht. Was denkst du? Sie muss sich mal nicht gleich die deutschen Baubestimmungen klar machen. Kann mich mal jemand aufklären, worum es geht? Oh, ein Sonderauftrag. Sonderauftrag? Ja, zumindest eine Abwechslung zu deiner Knochenarbeit. Ach, ich glaube, ich brauche gar keine Abwechslung. Aber die Abwechslung braucht dich. Der Sohn eines schwedischen Geschäftspartners taucht heute im Laufe des Tages hier auf der Baustelle auf. Ja, du kümmerst dich um ihn, zeigst ihm die Baustelle, anschließend geht ihr Kaffee trinken, unterhaltet euch. Ne? Ich kann aber gar kein Schwedisch. Er spricht fließend Englisch. Hello. Nice to meet you. How was your trip? This building is under construction. Mr. Brandner and Mr. Brandner are really busy. No, they are not father and son. They are cousins, you know. Okay, nochmal. Hello. Nice to meet you. How was your trip? This building is under construction. Mr. Brandner and... Alter Schwede. Hello, you! Hi. Du trägst ja gar keinen Anzug.
Sorry, you don't speak German. Hi, nice to meet you. How was your trip? This building is under construction. Mr. Brandner and Brandner are really busy. Hi. No, they are not father and son. They are cousins, you know? If you want, I can show you the... Scheiße, was heißt denn Baustelle auf Englisch? Construction site? Ja, genau, danke. If you want, I... Du sprichst Deutsch? Ein bisschen. Du hast die ganze Baustelle gesehen, mehr ist nicht. Hau dich doch kurz irgendwo hin, ich mach das dann noch eben fertig, ja? Nee, lass mal. Du nimmst dir eine Auszeit, ich mach das. Okay? Oh. Mir hat noch nie jemand so ausführlich eine Baustelle erklärt. Ich wusste gar nicht, dass man da so viel drüber reden kann. Ja, reden geht bei mir so nebenbei. Das habe ich gemerkt. Ich bewege mich gerne so nebenbei. Erst recht nach so einem anstrengenden Flug. Ich hole uns was zu trinken. Willst du auch eine Limo? Ja. Spielen wir jetzt? Wer zuerst redet, hat verloren. Was? Seit wann schminkst du dich fürs Zementmischen? Seit heute. Da steht übrigens ein super Typ unter unserer Dusche. Christian, ist der denn schon von seinem Seminar zurück? Seit wann duscht Christian mit Lydia? Lydia ist auch im Bad? Ja, mit einem fremden Mann. Ah, das ist bestimmt der Typ aus dem No Limits, der sie letztens so angegraben hat. Der war süß. Keine Ahnung, so genau habe ich jetzt auch nicht hingeschaut. Das beste Mittel gegen Liebeskummer ist eben immer noch eine neue Liebe. Aha. Gibt's also doch einen Grund für dein Tages-Make-up auf der Baustelle? Ich hab mich auch verknallt. In einen super, super, super süßen Typen. Oh, sag schon. Ich bin genug. Immer beachten. Ja, welche Liebe? Ich kenne dich nicht mehr. Warum bist du noch nicht so lieb, Schwester? Brauchst du irgendwas zu tun? Ich denke, ich bin gegangen. Hey, ich finde auch nicht gut, was sie getan hat. Zum Seitensprung gehören immer zwei dazu. Okay? Was ist mit Fabian? Was war mit dem sein? Er hat sich für die Kängurus entschieden. Das ist alles. Ja? Und der kleine Prinz. Konstantin, das ist ein super Kumpel. Ah ja, der zieht auch ein. Cool. Mist. Hi. Hi. Kennen wir uns? Noch nicht, ich bin... Brandon, fang an! Frau. Brandon? Cool. Ich bin in ein paar Minuten unten. Bis gleich. Das war Herr Brandner, ich muss los. Ja, viel Spaß mit deinem Superman auf dem Bauch. Idiot. Das hättest du wohl gern. Darf ich vorstellen, das ist Olli und das ist? Brandon. Nee, den Namen hat er nur, weil wir früher ständig bei Willi Hitz geguckt haben.
Das ist mein Bruder David, frisch aus Australien. Hi. Hi. Versteht das jetzt bitte nicht falsch. Es wäre natürlich cool, hier zu wohnen, klar. Aber ich glaube einfach, ich suche mir erstmal was anderes. Moment, da komme ich nicht mit. Gestern wolltest du doch noch unbedingt hier einziehen. Ja, sagt Judith jedenfalls. Ja, ja, sorry. Ich habe einfach null Erfahrung, was WGs angeht. Also, keine Ahnung, vielleicht wäre es besser, wenn ich mir erstmal eine eigene kleine Wohnung oder so suche. Willkommen im richtigen Leben. Eins kann ich dir sagen, es ist auf jeden Fall einfacher, wenn du Leute um dich hast. Zum Beispiel unsere kleine Miss Sunshine hier. Was ist denn los? Was soll los sein? Ich bin ein Loser. Ich verlieb mich immer in die Falschen. Lass mich raten, der Typ von der Baustelle, er hat eine Freundin. Schlimmer. Er heißt David Brandner und ist Fabians Bruder. Oh Mann, ey. Sowas kann echt nur mir passieren. Wie blöd muss man denn bitte sein, um sich ausgerechnet in den Bruder seines Ex-Freundes zu verlieben? Aber das muss ja nicht zwangsläufig heißen, dass das nicht klappen kann. Wie soll das denn klappen? Soll ich mit ihm auf dem Sofa kuscheln und er fragt mich, wie es mit seinem Bruder war? No way! Also das Einzige, was ich dir als Ablenkung anbieten kann, wäre Kisten schleppen, wenn du mir morgen beim Einzug hilfst. Wie jetzt? Ich dachte, du willst nicht bei uns doch, sein. Doch, ach, du hast absolut recht. Für das Erste ist eine WG genau das Richtige. Auf jeden Fall. Ja dann, welcome. To the Broken Hearts Hotel. Wenn er aus der Dusche kommt, aber ich bin mir sicher, da fällt dir wieder irgendeine Ausrede ein. Sag mal, Judith, willst du jetzt mit in den Baumarkt oder nicht? Hatte ich eigentlich vor, warum? Wir fahren nach Königsbrunn, Konstantin beim Umzug helfen. Also wenn du willst, können wir dich unterwegs rausschmeißen. Hm. Kommst du hier alleine klar? Wieso, was ist los? Ach, nichts, alles okay. Zum Baumarkt könnte ich auch später noch. Nein, auf keinen Fall, du gehst. Also ich brauche echt keine Hilfe. Also, geh schon. Aber wenn, dann würdest du sagen? Ja, klar, auf jeden Fall. Viel Spaß, ja? Tschüss. Tschüss. Vorsicht! Ich weiß, ich wiederhole mich und ich hasse es, mich zu wiederholen. Aber was Sie hier tun, meine Herren, ist eindeutig Sache des Personals. Die Tür. Bitte. Na los, machen Sie schon. Unter Protest, meine Herren. Nur unter Protest. Herr Mann? Ja? Bitte sehr. Danke. Der ist für mich. Schönen Tag noch. Danke, tschüss. Oh, rote Rosen zum Frühstück, wie kitsch. Ich meine romantisch. Von wem sind die? Von Olli, von Olli? Von Olli? Von dir. Für dich. Machst du sowas öfter? Was ist denn los? Falsche Farbe? Heute vor einem Jahr habe ich Sarah geheiratet. Und ich habe mir vorgenommen, ihr zu jedem Hochzeitstag rote Rosen zu schenken. Was habe ich jetzt davon? Ich habe vergessen, den scheiß Dauerauftrag zu stornieren. Einmal der Traubensaft mit extra vielen Weintrauben. Du hattest ja wirklich ein Riesenglück mit dem Shooting. Echt, findest du? Klar. Bei einer Reklame für ein Wodka hätten sie dich als Kartoffel verkleidet. Das ist doch völlig egal. Hauptsache, mein Gesicht wird bekannt. Ja, fragt sich nur, wer bei den Fotos auf dein Gesicht achtet. Haha. Olli, alles in Ordnung mit dir? Klar, wieso? So, das war's. Du kannst dich schon mal einen Grabstein bestellen. Am besten im rosa Marmor. Axel, wer hätte gedacht, dass du lesen kannst? Jetzt pass mal auf, du Schwuchtel. Ich hab dich gewarnt. Das Verfahren gegen mich ist eingestellt worden und trotzdem schreibt dieses Käseblatt, dass ich das da verprügelt habe. So was nennt man... Ja. Blonde. Ganz genau. Und dafür wirst du blechen. Meine Sponsoren spielen auf einmal rum und wollen abspringen. Und dafür wirst du zahlen.
Schadensersatz. Verstehst du? Ja, verstehe ich. Axel, pass auf, wenn du jemanden verklagen willst, dann verklag am besten die Landstein Holding. Ist deren Zeitung. Ja, viel Spaß. So ein kleiner Pups wie du sieht nämlich gegen so einen Riesenkonzern keine Sonne. Das wüsste ich aber. Also ich find's ja echt super, dass sich deine Sponsoren nicht mehr ihr Image kaputt machen lassen wollen. Wegen einem schwulenfeindlichen Arschloch wie dich. Ich probier dir die Fresse. Hör auf! Hast du nicht schon genug Scheiße gebaut? Also ich fand Boxer ja eigentlich immer ganz gut, aber diese Schwachmaten? Kannst du alle in die Tonne treten? Alle? Ich weiß nicht. Dich natürlich ausgenommen. Dir geht's doch nicht gut, oder? Klatsch, das ist nichts. Aber Axel war eben so sauer. Das wird mich nicht wundern, wenn er sich sogar einen Anwalt nimmt. Soll er doch. Ja, aber dann kann es doch sein, dass die Zeitung eine Gegendarstellung drucken muss. Oder der verklagt die sogar wirklich noch auf Schadensersatz. Carla hat von Anfang an gesagt, dass sie es darauf ankommen lässt. Du glaubst nicht, wie dankbar ich euch bin. Kannst mir glauben, das war ihr ein Vergnügen. Sexuelle Diskriminierung kann sie gar nicht gut verklausen. Ich fürchte nur, dass dieser verdammte Axel den Prozess wahrscheinlich wirklich gewinnt. Solange dem keiner nachweisen abwarten, kann, dass er mich... Olli, abwarten. Immerhin hat er mir gegenüber zugegeben, dass er seinen Kumpels alles erzählt hat. Ja, ich weiß, damit hat er im ganzen Club rumgeprallt, aber... Das nützt uns gar nichts. Diese Flachnasen halten doch alle dicht. Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Kai war es vorhin total peinlich, wie Axel sich aufgeführt hat. Und ich glaube, den Überfall auf dich, den fand er auch nicht so prickelnd. Ich denke, ich werde mal mit ihm reden. Olli, hier bist du, Mann. Du wirst nicht glauben, mit wem ich gerade telefoniert habe. Mit Kai. Und der will heute noch vorbeikommen. Das wird er doch nicht machen, wenn er uns nicht helfen wollte. Vielleicht, wenn ich ihn noch ein bisschen bearbeite, dann sagt er doch gegen Axel aus. Mann, Olli, wäre das nicht geil? Olli, kannst du jetzt mal bitte aufhören, mit deinem Spiegelbild zu flirten und mir einfach mal zuhören? Was? Entschuldige. Olli, was ist los mit dir? Nichts. Nichts? Blödsinn. Olli, du hast seit Tagen Kopfschmerzen und jetzt wird ja noch schwindelig. Komm, setz dich mal hin. Olli, du brauchst einen Arzt. Quatschig. Das ist einfach Migräne. Ich hab das mit mir, wenn es so schwül ist. Das ist dann ein, zwei Tage da und danach bin ich wieder wie topfit. Okay. Dann legst du dich jetzt mal ein bisschen hin und ich mach dir kalte Umschläge. Das hilft. Los, ab ins Bett. Jawohl, Schwester Christian. Danke, dass du gekommen bist. Hey, wenn du willst, können wir auch hochgehen. Das wäre völlig umgestellt. Nee, lass mal. Wird ja hoffentlich nicht lange dauern. Aber was willst du überhaupt? Ja, ich wollte mal hören, wie es so im Gym läuft. Ich find's eigentlich schade, dass wir nicht mehr zusammen sparen. Das hat mir immer viel gebracht. Dann spar dir das Gesülze. Du willst doch nur, dass ich Axel die Verleumdungslage ausrede. Nein, darum geht's mir nicht. Ja, dann ist ja gut. Da hätte ich nämlich null Chance. Axel lässt das garantiert nicht auf sich sitzen. Kai, was in diesem Artikel steht, das ist doch nur die Wahrheit. Axel hat Olli brutal zusammengeschlagen. Und ich weiß sogar, dass er für euch damit angegeben hat. Der kommt zum Punkt. Du bist doch Sportler. Und ich weiß, dass du immer fair gekämpft hast. Und jetzt sag mir nicht, du findest es okay, dass ein austrainierter Profiboxer mit einem Schlagstock auf einen wehrlosen Gegner losgeht. Sowas finde ich ätzend. Aber weißt du, was ich noch ätzender finde? Ein Kumpel zu verpfeifen. Und darum geht's dir doch. Axel ist doch kein Kumpel. Mein Freund, der hätte tot sein können. Ist aber nicht. Also vergiss die Sache am besten. Mann, du findest sowieso keine gegen Axel aus. Wenn der mitkriegt, dass ihn einer verraten will, dann macht er ihn platt. Und an deiner Stelle würde ich auch lieber schön den Ball flach halten, bevor nochmal irgendwas passiert. Du bist vielleicht eine Nase. Statt auf mich zu hören, trittst du hier deine Schicht an? Hätte er die nicht verschieben können. Ach, wieso sollte er? Grüß dich, Christian. Hallo. Olli hat total die heftige Migräne und ich habe ihm gesagt, er soll sich ausruhen. Das hab ich ja auch. Jetzt bin ich wieder topfit. Wirklich? Olli, du siehst gar nicht gut aus. Weißt du was, du gehst einfach wieder nach Hause. Wir kommen ja auch mal ohne dich zurecht. Das ist echt nicht nötig, mir geht's super.
keine Widerrede. Du setzt dich jetzt dahin, bekommst einen Vitaminsmoothie und dann legst du dich wieder ins Bett, okay? Komm. Meinetwegen. Wie ist es denn mit Kai gelaufen? Von Anfang eigentlich ganz gut. Er sträubt sich noch ein bisschen, seinen Kumpel zu verraten. Das hätte ich befürchtet. Ja. Aber ich sag dir, der schämt sich total, dass er so eine miese Sache decken muss. So, ihr beiden? Danke. Danke. Denkst du denn echt, dass du noch umstimmen kannst? Wenn ich Kai noch ein bisschen bearbeite, dann kann Axel seine Verleumdungslage knicken. Und wir kriegen ihn wegen schwerer Körperverletzung dran. Und darauf trinken wir jetzt einen. Prost. Shit. Das kommt davon, wenn man nicht hinguckt. Du bist aber heute wirklich ganz schön neben der Spur. Wenn Kai aussagt, dann knicken die anderen im Boxclub auch ganz schnell ein. Darauf gebe ich einen aus. Zwei Gläser Shampoos, bitte. Hm? Gerne. Gibt's was zu feiern? Ja. Es kann sein, dass wir den Typen, der Olli zusammengeschlagen hat, da noch dran kriegen. Ach, sehr schön. Das würde mich freuen, war nämlich echt eine Sauerei. Ja. Viel Glück. Danke. Ich werde nicht zulassen, dass jemand meinen Freund zusammenschlägt und dann einfach so davonkommt. So, schöner Mann aufstehen. Der bringt deinen Kreislauf in Schwung. Prost! Olli, ich sag's noch. Olli! Scheiße, Olli, was ist denn los? Hey! Olli! Olli, komm schon, mach die Augen auf. Angelo, rufen Sie einen Notarzt schnell. Ja. Was ist denn überhaupt passiert? Ich hab keine Ahnung, er ist auf einmal zusammengebrochen. Olli! 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 Ja, hat er was gesagt? Ist ihm schlecht Nein, geworden? Nein, nichts! Oder? Olli, Schätzchen. Ich kapier das nicht. Wie ist das möglich? Bringen Sie Herrn Sabel bitte sofort in Untersuchungsraum 3. Hier ist die Patientenakte. Dr. Becker wartet schon. Der Patient war vor 6 Wochen schon mal bei uns in Untersuchung. Christian, bitte, bitte. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Leonard, es muss so einen Grund geben, warum Olli einfach so zusammenklappt. Leonard, sagen Sie uns einfach kurz, haben Sie eine Vermutung, was mit ihm sein könnte? Wir müssen die Untersuchung abwarten. Ich sage euch Bescheid, sobald ich etwas weiß. Hm. Wenn das nicht packt. Christian, an sowas darfst du überhaupt nicht denken. Ich darf mir ja wohl Sorgen machen. Es ist nichts Schlimmes, ganz bestimmt nicht. Vielleicht ist es ja wirklich nur ein Kreislaufkollaps. Olli hatte doch in letzter Zeit immer einen niedrigen Blutdruck, oder? Ja, ja, das stimmt. Ja, guck. Die ganze Arbeit und der ganze Stress in letzter Zeit. Das wird bestimmt nichts Schlimmes sein. Wo ist Olli? Was ist mit ihm? Der wird schon seit Ewigkeiten untersucht. Und uns lassen sie hier einfach in der Luft hängen. Ja, und was ist jetzt? Oliver hat ein geplatztes Aneurysma. Ein was? Das ist eine Hirnblutung. Wir müssen sofort operieren. Ja, wie bekommt man sowas? Ich weiß es nicht. Möglicherweise hat das noch mit dem Überfall zu tun. Axel, dieses Arschloch! Komm, jetzt beruhige dich mal, Christian. Aber Olli ist außer Lebensgefahr, oder? In 70% der Fälle geht die Operation gut. Und die anderen 30? Darüber reden wir jetzt besser nicht. Hey, hey. Es wird schon wieder. Komm. Also, ich muss wieder in den OP. Thank you.
leid, ich kann mir noch nichts machen. Olli ist doch schon seit Ewigkeiten im OP. Ich muss leider weiter. Das ist alles meine Schuld. Hör endlich auf damit jetzt. Olli war gestern im Bad schon schwindelig. Er hat doch in letzter Zeit sowieso ständig über Kopfschmerzen geklagt. Das kann doch auch im Wetter gelegen haben. Nein. Ich hätte ihn direkt zum Arzt schicken müssen. Ach, wenn sich hier einer Vorwürfe machen muss, dann doch wohl ich. Wenn wir die ganze Zeit arbeiten lassen, das war doch viel zu anstrengend für ihn. Ich hör doch endlich auf damit, und zwar alle beide. Es trifft niemanden irgendeine Schuld. Niemand konnte wissen, was mit Olli los ist. Olli kämpft um sein Leben, weil ich meine Karriere als Boxer durchziehen wollte. Christian, für ihn war das immer okay. Ja. Für ihn war immer alles okay. Immer. Und ich? Erst konnte ich nicht zu unserer Beziehung stehen und jetzt muss er mein Outing ausbaden. Ich müsste da drin liegen, das wäre fair. So ein Blödsinn! Wenn einer dafür bist, musst du dann Axel. Und deshalb werde ich mir vorknüpfen. Mann, so habe ich das jetzt auch nicht gemeint. Aber ich? Nein. Du wirst schön hier bleiben und du wirst vor allem auch keinen Scheiß bauen. Gregor hat recht. Olli braucht dich jetzt hier in seiner Nähe. Alles andere ist doch jetzt völlig unwichtig. Meinst du, die reichen für alle? Wenn überhaupt irgendjemand ein bisschen runterkriegt. Ich gehe gleich wieder zurück. Sag Gregor, dass er sich keine Gedanken machen muss. Ich habe hier alles im Griff. Wenn ihr noch was braucht, dann sag Bescheid. Und? Was Neues, Mann? Immer noch nicht. Das ist übrigens Olivia, seine Cousine. Hey, David. Lydias Bruder. Kopf hoch. Die Ärzte im St. Vincent sind wirklich gut. Mich haben die auch wieder hingekriegt. Trotzdem, was Olli und Christian gerade durchmachen und wir können überhaupt nichts für sie tun. Du schmeißt in den Laden, damit Gregor für seinen Bruder und Olli da sein kann. Das ist doch schon eine Menge. Ich habe eigentlich an was anderes gedacht. Axel, die Drecksau. Die Anzeige gegen ihn ist fallen gelassen worden aus Mangel an Beweisen. Mann, das ist doch total krank. Olli kämpft um sein Leben und dieser Typ, der lacht sich ein. Wartet mal. Christian hat doch mit Axels Kumpel Kai gesprochen. Ich glaube, er weiß mehr über den Überfall, als er zugibt. Da könnte man ansetzen. Du meinst, dass er auspackt, wenn er erfährt, wie es um Olli steht? Ja. Und ich wäre nicht Olivia Schneider, wenn ich den Typen nicht zum Reden bringe. Ich kann Ollis Mutter einfach nicht erreichen. Ja. Leonard. Oliver hat die Operation gut überstanden. Wo ist der? Können wir zu ihm? Nein, noch nicht. Er liegt noch im künstlichen Koma. Das ist für seine Situation das Beste. Aber er ist außer Lebensgefahr, ja? Sofern es keine unerwarteten Komplikationen mehr gibt, ja. Wird er wieder gesund? Mit Bestimmtheit kann ich das nicht sagen, aber er ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Danke. Oh, wenn Christian das hört. Wo ist er denn überhaupt? Ich wollte eigentlich nur mal kurz raus, frische Luft schnappen. Aber versprochen, dass er gleich wieder zurückkommt. Gregor, der wird doch nicht diesem Axel... und kämpft um sein Leben. Hallo, sagt man erstmal. Aber das kennt ihr vom anderen Ufer wohl nicht, hm? Wie stirbt vielleicht? Es tut mir leid für ihn. Das ist mein Problem. Ja. Weil du ihn zusammengeschlagen hast. Man kann doch über alles reden, okay? Axel, wer will denn hier reden? Christian, mach keinen Fehler. Nein, bestimmt nicht. Christian, tu das nicht! Olivia, verzieh dich, das ist meine Sache. Aber das bringt doch nichts. Doch, mir schon.
Ich werde nicht zulassen, dass dieses Dreckschwein frei rumläuft, während Olli im Krankenhaus liegt und vielleicht stirbt. Ich wollte deinem Freund nur eine kleine Abreibung verpassen. Kommt er doch halt die Klappe, du Arsch! Olli wird die Operation ganz gut überstehen, okay? Und danach braucht er dich. Mann, Christian, du bist auf Bewährung draußen. Wenn du diesen Saftsack mit diesem Ding hier verprügelst, dann bist du gleich wieder in U-Haft. Glaubst du, Olli, würde dir das gefallen? Denkst du nicht, es wäre ihm lieber, wenn du neben seinem Krankenbett sitzt, wenn er aufwacht? Oliver wird im Laufe des Tages zu sich kommen. Und dann? Leonard, ich meine, wird er wieder gesund werden oder besteht das Risiko, dass er... Ob das geplatzte Aneurysma irreparable Schäden verursacht hat, können wir natürlich erst dann sagen, wenn er wirklich aufgewacht ist. Ja, natürlich. Ja. Hört mal, Oliver wird anfangs wahrscheinlich Probleme mit der Sprache haben. Möglicherweise auch Lähmungserscheinungen. Macht euch deshalb bitte nicht zu viele Gedanken. Das ist nach so einer Operation völlig normal. Danke, Leonard. Bis später. Ich habe Christian immer noch nicht erreicht. Sein Handy ist ausgeschaltet und er ist weder in der WG noch im No Limits. Gregor, halten Sie es für möglich, dass er Dummheiten macht und... Und sich diesen Axel vorknöpft? Ich hoffe nicht. Du hättest dich nicht einmischen dürfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Olli das anders sieht. Ja, wenn er überlebt. Und was ist, wenn nicht? Er wird es schon schaffen. Und danach wird er dir genau dasselbe erzählen wie ich dir. Nämlich, dass diese Aug-um-Aug-Aktion immer nach hinten losgehen. Sorry, Olivia, aber du bist genau die Richtige für solche Moralsprüche. Was wolltest du hier überhaupt? Ich wollte mit diesem Kai sprechen. Vielleicht sagt er ja doch noch gegen Axel aus. Olivia, die halten alle zusammen. Ja, aber du hast doch selber gesagt, dass Kai nervös geworden ist. Wenn er erfährt, was mit Olli passiert ist... Was hast du denn vor? Ja, was wohl? Ich werde diesem Schwachmaten im Boxrum mal klar machen, was mit Olli wirklich passiert ist. Keine gute Idee. Lass mich das lieber machen. Ich weiß ganz genau, wie ich mit diesem Typen umgehen muss. Ich werde mit Kai sprechen, okay? Du wirst dich da raushalten. Los, zisch ab. Ja? Gregor hier. Gibt's was Neues? Die OP ist soweit gut verlaufen. Olli liegt jetzt im künstlichen Koma und wir wissen nicht, ob er bleibende Schäden behalten wird, aber er lebt. Oh, Gott sei Dank. Jetzt muss ich gleich Christian erzählen. Er wollte gerade Axel verprügeln mit einem Baseballschläger. Was? Ist er bescheuert? Woher weißt du das? Wo bist du? Was willst du denn hier? Hast du schon wieder vor, mich zu verprügeln? Brauchst du dafür etwa einen Baseballschläger, du feige Tucke? Was ist? Traust dich wohl selbst damit nicht, Ax, wenn ich dir damit hätte den Schädel einschlagen wollen, dann hätte ich das gerade eben draußen gemacht. Aber im Gegensatz zu dir bin ich kein Mörder. Keiner interessiert sich hier für dein Gelaber. Feige Tucke. Zisch ab. Ich entscheide, wann ich gehe, okay? Aber vorher habe ich noch was zu sagen. Olli ist erst 28. Und vielleicht wird er nie 29. Vielleicht ist er schon tot. Und das alles, weil dieser Typ seinen Frust an ihm ausgelassen hat. Weil ich ihn im Ring sportlich unfair besiegt habe. Und ihr alle. Ihr wisst davon, weil er sogar noch damit angegeben hat. Und ihr sagt euch wahrscheinlich, hey, die Schwucke, die er jetzt verdient, hä? Hä? Aber diese Schwucke,
Die ist ein Mensch. Ein toller Mensch. War's das? Den Schmalz hält doch keine Sau. Nein, Axel, das war's noch nicht. Du bist ein Feigling. Du hattest es nötig, mit dem Schlagstock auf Olli loszugehen, obwohl er dir körperlich eh schon total unterlegen war. Und ihr hier? Ihr redet irgendwas von Ehrenkodex oder was? Deswegen könnt ihr keine Aussage bei der Polizei machen? Ihr seid so arm. Wie lange willst du eigentlich noch hier rumnerven, Tucke, hä? Merkst du nicht, dass sich keine Sau für dein Gejammer interessiert? Olli hat die OP gut überstanden. Er lebt. Ja, komm mit, wenn er aufwacht, will er dich bestimmt sehen. Diese Vollidioten hier raffen doch sowieso nichts. Ja. Leider. Sofort die Krankenschwester, okay? Okay. Was willst du denn hier? Hä? Jetzt mach dich doch mal locker. Du sagst mir jetzt lieber, was du hier willst. Und, vielleicht ein paar Fotos von Olli machen, ne? Und die im Boxclub rumzeigen? Damit alle darüber lachen können, wie schlecht es der Schwuchtel geht, ne? Ist jetzt komplett durch, oder was? Ich hab einfach keinen Bock mehr auf euch, also verpiss dich hier! Hör mir doch erstmal zu, was mit Olli passiert ist. Ich finde das total krass, es tut mir echt leid. Wie kommt denn die plötzliche Sinneswandlung? Ich weiß, dass Olli fast gestorben wäre, nur weil Axel Schwule hasst. Und weil er gegen dich die Meisterschaft verloren hat. Ich bin froh, dass ihr das endlich schnallt. Ich hab schon gedacht, ihr werdet so vernagelt und findet es toll, was dieser Vollidiot mit Olli gemacht hat. Ich finde es überhaupt nicht gut, was Axel gebracht hat. Das heißt, du willst uns helfen. Hi. Kai. Hast du es dir überlegt? Willst du doch gegen Axel aussagen? Ihr wisst doch, wie das ist, der Zusammenhalt im Club. Wenn ich das wirklich bringe, dann bin ich der Nächste, der hier liegt. Du hast doch selbst gesagt, dass du es scheiße findest, was Axel mit Olli gemacht hat, oder? Du bist zu arm. Sorry, ich hab wirklich gern was für euch getan. Und ich hab echt gedacht, du hättest es endlich gescheckt. Du bist so unglaublich feige. Dr. Becker war gerade da und er sagt, der Druck in Ollis Gehirn ist völlig normal. So wie es aussieht, hat er echt Schwein gehabt. Keine Folgeschäden. Weißt du, wie froh ich darüber bin, Schätzchen? Hm. Ja, und dann hat Olli gerade auch noch ganz speziellen Besuch gehabt. Ich weiß gar nicht, was der hier wollte. Kai, so ein Typ aus dem Boxclub. Der könnte eigentlich gegen Axel aussagen. Will aber nicht. Dieser Arsch ist einfach nur zu feige. So ein Schwachsinn. Ach, der Zusammenhalt im Boxclub. Lass ihn. Hauptsache, Olli wird wieder gesund.
Ja. Hm. Oh, du weißt, dass du das Handy hier eigentlich nicht anhören darfst. Ich mach's gleich aus. Wenn du willst, bringe ich dir später was Leckeres zu essen. Xavier hat schon ein paar Mal nach dir gefragt. Darauf kann ich mir ja echt was einbilden. Ja, dann. Ich hab's doch erstmal was zu trinken aus der Cafeteria. Ich bin gleich wieder da. Du bist einfach zusammengesackt. Das war furchtbar. Angelo hat dann gleich den Notarzt gerufen. Wo bleibt denn Christian? Der wird gleich kommen. Wahrscheinlich ist es vorne in der Kantine. Du findest das auch seltsam, oder? Ich? Wieso sollte ich? Olivia, wo wollte Christian hin? Ich weiß es nicht. Aber die SMS, die er gerade bekommen hat, die war von Kai. Was stand da drin? Ich habe keine Ahnung, ich habe nur den Namen gelesen. Ach, Scheiße. Oliver, du sollst dich nicht aufregen. Das tue ich aber. Weil Christian definitiv nicht in die Cafeteria gegangen ist. Jetzt mach dir mal keine Sorgen, er wird schon keinen Mist bauen. Das haben wir schon hinter uns. Ja? Na ja, als du ins Krankenhaus gekommen bist, da hat Christian Axel mit einem Baseballschläger aufgelauert. Ich bin gerade in der letzten Sekunde noch dazugekommen und konnte verhindern, dass er das Ding benutzt. Was ist, wenn Kai und Axel jetzt Christian auflauern? Wenn die ihn in eine Falle gelockt haben? Axel hat Christian schon mehr als einmal gedroht, dass er ihn platt macht, wenn Christian nicht die Füße stillhält. Das ging aber schnell. Was gibt's denn so Dringendes? Ich meine, wir haben eine Überraschung für dich. Hast du es immer noch nicht geschnallt? Schwuppenfreie Zone. Das hätte ich mir gleich denken können. Was wird das jetzt hier, hä? Alle gegen einen? Lass ihn in Ruhe. Was soll das denn jetzt? Hast du an seinen Rufer gewechselt, oder was? Ich glaub's nicht. Du hast mich verpfiffen, ich polier dir die Fresse! Immer mit der Ruhe. Sind Sie Axel Grossmann? Und wenn schon? Uns liegt eine Zeugenaussage vor, dass Sie Oliver Sabel mit dem Schlagstock zusammengeschlagen haben sollen. Hat der Wichser euch das da erzählt? Der lügt doch. Oder Jungs? Die Ermittlungen gegen Sie, Herr Grossmann, wegen schwerer Körperverletzung, werden wir deshalb wieder aufnehmen. Sie können mir doch überhaupt nichts nachweisen. Das werden wir ja noch sehen. Ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Vor allem mit dem da. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ihr Kameradenschweine. Also, nach deiner SMS habe ich ja mit allem gerechnet, aber nicht damit. Hat ja auch lange genug gedauert, bis ich gemerkt habe, dass man so einen Typen nicht frei rumlaufen lassen kann. Ist schon okay, ich kann schon verstehen, dass du so lange zögert hast. Ich weiß ja mittlerweile selber, wie es ist, wenn man sich mit den Typen hier anlegt. Glaub mir, die Jungs sehen das genauso wie ich. Okay. Also, wenn ich Olli das erzähle, ich werde mal wieder zurück ins Krankenhaus. Warte. Wir würden uns freuen, wenn du wieder hier trainierst. Obwohl ich mit dem Mann zusammen bin. Das ist deine Privatsache. Du hast bewiesen, dass du ein guter Boxer bist und darauf kommt's an. Also, wie sieht's aus? Ich glaube, da brauche ich nicht lange überlegen. Willkommen zurück im Team. Danke euch. Die wollen alle, dass ich wieder im Club trainiere. Und ich hatte schon totalen Schiss, dass Axel dich jetzt auch noch in die Mangel nimmt. Ach, sag mal, woher wusstest du eigentlich, wo ich bin? Zum Glück habe ich eine ziemlich neugierige Cousine. Ach. Olivia hat mitbekommen, dass die SMS von Kai waren. Da konnte ich eins und eins zusammenzählen. Du hast mich angelogen. Ja, es tut mir leid, aber das Wichtigste ist ja wohl, dass die Typen im Club es doch noch gerafft haben und Axel der Polizei übergeben haben, oder? Der Kampf, der war zwar tausendmal härter als der gegen Axel, aber er hat sich gelohnt, denn du bist wieder gesund. So schnell wirst du mich nicht los. Ja. Aber du kannst auf jeden Fall mal Olivia danken, weil
Hätte sie mich nicht zurückgehalten, hätte ich Axel fertig gemacht. Das hattest du echt vor? Na, ich habe mich selber nicht wiedererkannt. Tja, aber... Das muss wahrscheinlich daran liegen, dass ich dich unglaublich liebe. Ich habe im Internet was über euch gefunden. Über uns? Zu der Geschichte mit euren Freunden aus dem Boxclub. Pass auf. Wie hoch ist der Preis der Liebe? Wer hat eigentlich behauptet, dass Liebe schön ist? Die tut doch einfach nur weh. Es ist das größte Gefühl von allen. Für die Liebe würden wir alles geben. Wirklich alles? Ist der Preis zu hoch? Würden wir für die Liebe auch mit unserem Leben bezahlen? Ja, zumindest schreibt das die Zeitung. Zwei junge Männer, Oliver und Christian, haben Demütigungen, Vorurteile und Gewalt ertragen, weil sie sich lieben. Es lohnt sich festzuhalten, zu kämpfen, zu glauben. Eine wahre und große Liebe siegt am Ende immer. Christian und Oliver sind für mich Helden. Sie haben bewiesen, Liebe wird aus Mut gemacht. Du darfst nicht den Mut verlieren. Glaubst du denn noch an die große Liebe? Es soll sie geben, einmal in einer Million, wahrscheinlich. Das ist dann halt auch nur was für echte Glückspilze. Wahrscheinlich daran liegen, dass ich dich unglaublich liebe.